Ich bin jetzt auf dem Weg Richtung Landeskunde. Ich bin jetzt wieder bei meinen Eltern und ja, es ist arschkalt. Irgendwas knallt hier im Hintergrund. Ich weiß nicht, ob man es so hört. Ich dachte mir so, jo, eigentlich könnte man heute mal auf die Landeskunde laufen. Bei dem geilen Wetter. Und mir kommt jetzt erstmal ein Fahrradfahren gegen. Ey, es ist doch nicht gewaltig. Es hat vorhin geschneit gehabt, den ganzen Vormittag. Die Wiesen sind alles voll gewesen, aber die Landeskunde sieht eigentlich noch relativ gut aus. Und ich muss echt sagen, es ist arschkalt. Ohne Handschuhe, ich laufe hier in Jeans rum, in Halbschuhen, es ist schrecklich. So, an der Landeskunde angekommen. Mir ist immer noch ein bisschen peinlich, vor Leuten zu sprechen oder neben Leuten. Einfach mal die Kamera anzumachen und einfach loszusprechen. Weil es immer noch für mich ein ganz unwohles Gefühl ist. Und ja, man muss echt sagen, es sieht richtig geil. Im Winter finde ich sowieso die Bilder richtig geil, sehen die aus. Und ich würde einfach mal sagen, wir gehen über den Südaufstieg. Gehen wir hoch. Das heißt, wir müssen gerade auslaufen. Aber ich muss euch das mal zeigen hier. Einfach ein paar Shots von der Landeskunde Görlitz. So Leute, jetzt geht's los. Meine Füße sind nass. Nass wie nass. Und ich habe jetzt, sagen wir mal, vielleicht einen halben Weg geschafft. Weil bergauf ist es scheiße und bergunter wird es rutschig. Sag euch jetzt schon. Und es ist einfach richtig geil, wie das hier aussieht. Muss man schon sagen. Denk an Vater Natur, Mutter Natur, Mutter Natur. Genau, Mutter Natur. Also, ich kann fast nicht mehr. Ich will am liebsten runterrutschen dann. Aber das geht leider nicht. Okay, damit ihr es auch mal seht. Straßenbahn, Aufstieg, oberer Rundweg. Und ich will eigentlich den Aufstieg haben zum Gipfel. Und naja, das wäre der Aufstieg. Das wäre der Rundweg. Und keine Ahnung, was das für ein Weg ist. Ja. Ich weiß nur, dass ich jetzt gerade mein Leben riskiere. Gefühlt mein Leben riskiere. Ich gehe jetzt einfach mal den Weg hier nach oben. Und es sieht nicht sehr geil aus. Also rutschig sieht schon aus. Und das ist gerade mein Problem. Dass es sehr rutschig wird. Und mein Rücken meldet sich schon. Alter Schwede. Aber muss wirklich sagen, es sieht geil aus. Winter, nice Sache, könnte bloß ein bisschen wärmer sein, da gibt es leider kein Schnee. Leider sieht man es so auf der Kamera nicht, wo da ungefähr ist der untere Rundweg oder obere Rundweg. Glaube ich im Winter nicht ganz so schön. Im Sommer, wenn die ganzen Blumen blühen und wenn man da mal runterguckt und so, wird es richtig geil sein. Oh. Leute, ich habe ein Problem. Ja, gut, auf der Kamera sieht man das nicht ganz so. Aber das ist ein Berg. Ich weiß nicht, wo ich runterkomme dann. Oder wo ich jetzt allgemein rauskomme. So, diesen Berg habe ich erstmal gemeistert. Es sieht nicht so doll aus. Hier geht es dann nochmal so ungefähr tief runter. Und es geht nochmal nach oben. Also, es sieht auf der Kamera nicht so geil aus, so schlimm. Aber es ist trotzdem krank. Aber dafür, die Natur zu beobachten,
Ist schon ziemlich nice. Ist das nicht geil, diese Aussicht. Leute, ich habe es so gut wie geschafft. Mit einem kleinen Schneemann hier. Einen Basaltstein hier oben. Und das ist ein Anzeichen, dass wir gleich oben sind. Ganz oben. Das freut mich. Ich war noch nicht gerne. Ich war noch nicht oft. Aber es ist einfach geil, von hier oben die Schneelandschaft zu sehen. Es macht einfach Spaß. Aber schaut euch das mal an. Also in der Natur ist es immer geiler, auch mit Wasserfällen und sowas. Aber Winter ist trotzdem eine richtig nice Sache. Wie gesagt, wir sind hier in den Basaltstein von der Landeskrone. Hier gibt es viel Basalt und ja, hier kann man es nochmal schön sehen. Das ist krass und geil. Dann sehen wir uns nochmal oben wieder, wenn ich bis oben hin geschafft habe. So, ich bin noch nicht ganz oben, aber ich habe jetzt hier einen Halt gemacht nochmal an den Turm, wo ich echt jetzt nicht spontan weiß, ob das jetzt auch so ein Geschützturm war von früher, weil auf der Burg auf der Landeskrone waren damals Kreuzritter gewesen und von hier oben hatte man echt eine gute Aussicht. Also schätzungsweise das hier hinten ist so 1 bis 1,5 Kilometer weit entfernt. Also, und die Aussicht hier, wenn Schnee ist, Alter Leute, das ist so geil, so hammermäßig sexy. Und ja, also hier ist so ein Eingang. Leider kommt man da nicht rein. Ist leider zu. Und da oben hat man aber so einen Schlitz. Also könnte es gut möglich sein, dass hier damals mal irgendwelche Geschütze waren oder Musketen oder sowas ähnliches. Aber Leute, es ist geil. Urlaub zu haben im Schnee, es sieht sexy aus, es ist einfach nur geil, romantisch. Was wollt ihr noch mehr? Ja, ich weiß, ich bin Single, aber trotzdem. Ich war an der anderen Seite, war ich jetzt noch nicht. Dann laufe ich euch mit euch jetzt mal hier hin. Man merkt, die war auch eigentlich kälter gewesen, aber es ist einfach nur Hammer. Und ich guck mal, ob ich auf den Turm von der Landeskrone drauf komme. Da ist ein Turm, der ist aber, glaube ich, im Winter zu. Muss ich mal schauen. Wenn ja, tut es mir leid, da gucken wir mal, ob wir noch eine andere geile Sicht bekommen. So, das wäre der Turm und die Tür ist leider zu. Trotzdem versuche ich jetzt mal hier noch ein kleines bisschen bessere Aussicht zu kriegen. Aber allein der Schnee macht schon eigentlich alles wieder gut. Ist gut so. Da ich will ja auch nie umsonst hier hochgelaufen sein. Jedenfalls wollte ich euch mal ein bisschen so die Landeskrone im Winter zeigen. Und das habe ich jetzt auch. Das wäre die Burg. So im kompletten und ja, hier war damals Kreuzkrieger gewesen, Kreuzritter, Züge oder ja, guck mal, da war wohl auch mal was gewesen und die haben von hier oben die Burg dann beschützt, nice Sache, aber Leute, leider sieht man nicht so viel von Görlitz, von der Sicht aus. Görlitz wäre da drüben. Und da sieht man so ein bisschen schlaurot hier hinten so. Man ist einfach so verdammt neblig oder schneeig oder dass man leider da nicht sowas aufnehmen kann. Und ich muss echt sagen, trotzdem geil, wie es hier aussieht. Ich würde mal sagen, ich verabschiede mich von hier. Ich mache jetzt einen Abstieg. Und dann Dankeschön fürs Zuschauen. Wenn ihr mehr sehen wollt, lasst ein Like da. Schreibt mir auch mal in die Kommentare, ob ihr natürlich auch was anderes sehen wollt. Und dann bis zum nächsten Mal. Sagt euer Menzi. Ciao, ciao.